Bin ich schon einmal Gott begegnet? Ich weiß nicht, vielleicht. Vielleicht letztes Jahr an Weihnachten hier in der Kirche. Davon erzähle ich nachher. Aber erstmal zum Ort. Wir sind hier in der Eltinger Michaelskirche. Das ist meine Heimatkirche, in der ich auch Kirchengemeinderat bin. Und das ist, wie Sie sehen, gerade eine ziemliche Baustelle. Wir bauen neue Medientechnik ein, eine neue Beleuchtung und, was ganz selten passiert, einen neuen Altar. Warum das wichtig ist, das erzähle ich auch später. Bin ich schon einmal Gott begegnet? Ist das überhaupt möglich? Kann ich Gott in seiner unendlichen Größe, seiner Unfassbarkeit, seiner Unerfassbarkeit überhaupt begegnen und wahrnehmen? Würde mich das nicht umbringen oder in den Wahnsinn treiben? Ich denke an Elias, von dem das Alte Testament erzählt, dass er Gott begegnen wollte. Er ging auf einen Berg und zuerst kamen drei große Erschütterer: Sturm, Erdbeben und Feuer. Aber die Bibel sagt, aber der Herr war nicht im Beben, nicht im Sturm, nicht im Feuer. Das große Spektakuläre funktioniert also nicht für die Gottesbegegnung. Als Kontrast kommt danach das ganz Kleine. Die Bibel nennt es das stille, sanfte Sausen. Aber auch darin ist Gott nicht zu finden. Schließlich verhüllt Elia sein Haupt, schottet sich also ab und schaltet seine Wahrnehmung aus. Und dann kann er mit Gott kommunizieren. Eine verschleiertere Begegnung ist kaum vorstellbar. Wenn ich über Gottes Begegnung nachdenke, dann denke ich an ein Dreieck mit drei Kanten. Die Basiskante, das ist für mich die Sehnsucht nach Gott. Wenn ich nicht in einem kleinen Winkel meines Herzens das Bedürfnis habe, Gott zu begegnen, dann wird es auch nicht passieren. Die zweite Kante meines Glaubensdreiecks, das ist die Bereitschaft, Gott in meiner Welt, in meinem Leben wahrzunehmen. In den kleinen Schönheiten des Alltags, in der Musik, in der Kunst, was auch immer. Vor allem aber in dem Guten, was mit und zwischen Menschen möglich ist, in der Gemeinschaft. Es fängt an in der Partnerschaft, in der Ehe, in der Familie, in der Freundschaft, in Vereinen, aber natürlich auch in der Kirche, auch wenn sie eine ewige Baustelle ist, im ganz Großen, wo Kirche mit ganz großen Themen zu kämpfen hat und zu bauen hat, aber auch im ganz Kleinen, wie hier in der Michaelskirche, wo wir, wie gesagt, Medientechnik, Beleuchtung und Altar erneuern, um neue und mehr Arten von Gemeinschaft zu ermöglichen. Denn die Kirche ist ein großer, offener Raum für viele Formen von Gemeinschaft. Und die dritte Kante meines Glaubensdreiecks, das ist vielleicht etwas überraschend, eine tiefe Skepsis gegenüber allzu selbstsicheren Gewissheiten des Glaubens, allzu frommen Geschichten, allzu viel Schönfärberei und Schönmalerei. Wir können Zweifel und Gottesferne nicht aus unserem Glaubensleben heraushalten, da bin ich ganz sicher. Und wer von sich sagt, dass er das nicht kennt, Zweifel, Skepsis, Gottesferne, der betrügt sich selbst. Ich habe also keine allzu selbstgewissen Glaubenssätze hier und ich kann nicht von einer spektakulären Gottesbegegnung erzählen. Aber in diesem Dreieck aus Sehnsucht, Offenheit und Skepsis möchte ich mir in unserer festgefügten Welt aus Logik, Technologie, Naturwissenschaft, Ökonomie Risse offen halten, Lücken offen halten, durch die manchmal etwas hindurchscheinen kann, was in unserer menschlichen Logik einfach nicht aufgeht. Bin ich also Gott begegnet? Vielleicht in der Christvesper an Heiligabend letztes Jahr. Die Kirche war voll, ich saß hier oben auf der Empore am Computer, ich hatte Streamingdienst und musste aufpassen, dass mit der Streamingtechnik alles gut funktioniert und ich war alles andere als fromm gestimmt. Ich hatte mehr so eine neutrale Laune und ich hatte skeptischen Abstand. Ich war mit dem Herzen nicht wirklich dabei. Aber dann habe ich mir die Menschen angesehen, um mich herum. Es sind hunderte von Menschen gekommen und jeder aus einem anderen Grund. Manche davon gehen kaum noch in die Kirche, manche sind vielleicht nicht mal mehr Mitglied, aber sie sind alle gekommen. Und mit ihnen sind 100 verschiedene Abstufungen und Farben von Frömmigkeit gekommen, von Gottes Nähe oder Gottes Ferne, von Skepsis oder Gewissheit, von Gläubigkeit oder Unglauben. Aber eines hatten wir alle gemeinsam.
Wir sind alle hergekommen, um Gemeinschaft zu erfahren und um in der Gemeinschaft etwas von Gott zu spüren. Und als mir das klar wurde, ist in mir etwas aufgegangen und ich wurde offen für die Gebete, für die Musik, für die weihnachtliche Botschaft. Vielleicht können Sie diesen Gedanken ja mitnehmen, wenn Sie dieses Jahr in den Ostergottesdienst gehen und vielleicht selber auch ein bisschen neutral gestimmt sind, nicht sehr fromm gestimmt sind, vielleicht im Stress wegen Kochen, Backen oder Familienbesuch. Dann schauen Sie sich doch auch die Leute um Sie herum an und machen sich klar, wir sind alle hier, um Gemeinschaft zu erleben und um vielleicht in der Gemeinschaft Gott zu erfahren, zu spüren, zu begegnen.